Es ist die größte von Menschen verursachte Explosion bis zur Erfindung der Atombombe. Viele haben das Feuer vom Fenster aus beobachtet. Sie wussten nicht, in welcher Gefahr sie waren. Mehr als 9000 Verletzte und fast 2000 Tote. Er verlor seine Frau, seine drei Kinder und sein ungeborenes Baby. In einem Radius von 800 Metern wird alles zerstört. Die Krankenhäuser waren hoffnungslos überfüllt. Die Hafenstadt Halifax steht vor gewaltigen Herausforderungen. Es war eine unglaubliche Katastrophe, aber die Welt nahm kaum Notiz davon. Ihr Leben veränderte sich schlagartig. Es ist der Morgen des 6. Dezember 1917, mitten im Ersten Weltkrieg. Im Hafen der kanadischen Stadt Halifax gehen zwei Schiffe auf Kollisionskurs. Die Mont Blanc liefert Munition für das französische Militär und läuft in den Hafen ein. Gleichzeitig verlässt die norwegische IMO, vom belgischen Hilfswerk gechartert, den Hafen. Im Ersten Weltkrieg ist Halifax ein wichtiger Nachschubhafen der sogenannten Entente mit entsprechend hohem Schiffsverkehr. Auch an Land beginnen die Menschen gerade ihren Tag. Wegen des Ersten Weltkriegs sind auch viele Soldaten und Matrosen in der Stadt. Die Bewohner des Hafenviertels Richmond sind auf dem Weg zur Arbeit. Die Kinder bereiten sich auf die Schule vor. Als die IMO den Hafen verlässt, kommt ihr ein amerikanisches Schiff entgegen. Die IMO muss ihm ausweichen und steuert in die falsche Fahrrinne. Gleichzeitig fährt das Munitionsschiff Mont Blanc in den Hafen ein. Seine Ladung ist brandgefährlich. 35 Tonnen Benzol, 200 Tonnen TNT, 10 Tonnen Schießbaumwolle und 2300 Tonnen Pikrinsäure. Zur Warnung hissen Munitionsschiffe damals die rote Flagge. Aus Angst vor deutschen Spionen ist die Mont Blanc jedoch nicht beflaggt. Die beiden Schiffe fahren aufeinander zu. Die Mont Blanc signalisiert der IMO zweimal, sie solle die Fahrrinne wechseln. In letzter Sekunde schaltet die IMO auf volle Kraft zurück. Dadurch dreht sich ihr Bug nach rechts und kollidiert mit der Mont Blanc. Funken entzünden die an Deck gelagerten Benzolfässer. Nun treibt die brennende Mont Blanc Richtung Kai 6 an einer der engsten Stellen des Hafens. Das Feuer zieht Schaulustige aus dem Hafenviertel Richmond an. Die entzündeten Sprengstoffe fliegen wie Feuerwerkskörper in die Luft. Niemand will sich das Spektakel entgehen lassen. Viele Bewohner aus der Nachbarschaft schauen vom Fenster aus zu. Es sind nur noch Sekunden bis zur Katastrophe. Um 9.04 Uhr verschwindet die Mont Blanc in einem gleißenden Feuerball. Die Explosion entspricht einer Stärke von 2,9 Kilotonnen TNT. Ein Kanonenrohr der Mont Blanc wird fast 6 Kilometer ins Inland geschleudert. Teile des Ankers fliegen über 3 Kilometer weit. Noble Driscoll ist damals eigentlich auf dem Weg zur Schule.
Stattdessen schaut er sich im Hafen die brennende Mont Blanc an. Ich wurde vom Ufer bis nach dort oben geschleudert. Das sind knapp 1000 Meter. Ich bin die ganze Strecke durch die Luft geflogen. Als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich mich auf den Weg nach Hause gemacht. Dort habe ich mich umgesehen, aber es war niemand da. Also bin ich wieder zurück. Unterwegs habe ich meinen Bruder getroffen. Ich habe ihn erst gar nicht erkannt. Er war voller Öl und ganz verdreckt. Noble Driscolls anderer Bruder Gordon stirbt bei der Explosion. Seine Leiche wird nie gefunden. Die Druckwelle der Explosion ist noch auf der Insel Cape Breton, fast 300 Kilometer entfernt von Halifax, zu spüren. Robert Oppenheimer, der Vater der Atombombe, wird Jahrzehnte später seine Berechnungen zur Wirkung einer Massenvernichtungswaffe auf Daten aus Halifax stützen. Etwa zum Zeitpunkt der Explosion verlässt auch die damals 8-jährige Irene Curry das Haus. All of a sudden, plötzlich gab es eine gewaltige Explosion. Als wir wieder zu uns kamen, erwischte eine riesige Flutwelle unser Haus. Ich wurde gegen die Hintertür geschleudert. Mein Haarband, meine Schultasche und mein Mantel wurden mir vom Leib gerissen. Als sich der Rauch lichtet, wird das ganze Ausmaß der Explosion deutlich. Das Hafenviertel Richmond ist dem Erdboden gleichgemacht. Große Anlagen wie die Zuckerraffinerie, die Gießerei und die Eisenbahnanlagen liegen in Trümmern. Auch die Richmond School wird fast vollständig zerstört. Annie Grant, 1917, 8 Jahre alt, macht sich gerade für die Schule fertig, als das Unglück passiert. Eigentlich hätte ich schon auf dem Weg sein müssen. Aber an dem Morgen habe ich mich verspätet. Ich war in der Küche und habe gerade abgewaschen. Ich erinnere mich nicht an viel, aber als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich meine Mutter gefragt, ob sie mir helfen kann. Ich habe meinen Arm durch die Trümmer gestreckt, damit sie mich finden konnte. Sie hat mich gerettet. Die Explosion löst eine Flutwelle aus. Die Imo wird ans gegenüberliegende Ufer gespült. Über der Stadt geht ein öliger Regen nieder, der alles schwärzt, was er berührt. Die Historikerin und Autorin Janet Kitts ist Expertin für die Halifax-Explosion. Für ihre Bücher hat sie zahlreiche Augenzeugenberichte gesammelt. Das ist Dorothy Swetnam. Ihr Vater war Priester in der Methodistenkirche. Bei der Explosion war sie mit ihrer Familie im Wohnzimmer. Ihr Bruder stand am Klavier und sang, ihre Mutter spielte. Sie übten für ein Kirchenkonzert. Viele Kinder waren zum Zeitpunkt der Explosion nicht in der Schule, da gerade ansteckende Krankheiten umgingen. In der Schule wären die Kinder allerdings sicherer gewesen. Die Explosion warf das Klavier um und tötete Dorothys Mutter und ihren Bruder sofort. Sie selbst wurde unter Holzbalken begraben. Ihr Vater versuchte verzweifelt, sie zu befreien, aber Dorothy schrie vor Schmerzen auf. Er wollte schon aufgeben, als eine Nachbarin dazukam und ihm sagte: "Ignorier die Schreie, du musst sie da rausholen, das Haus steht in Flammen." Gemeinsam haben sie es geschafft, Dorothy zu retten. Die zerstörten Häuser geraten in Brand. Eine Todesfalle für die Verschütteten. Erst als sich das Feuer legt, wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar. Etwa 2000 Menschen kommen ums Leben. Mehr als 9000 werden schwer verletzt. Am Tag der Explosion ist Florence Campbell 7 Jahre alt. Sie erinnert sich an das Chaos. Überall waren weinende und verletzte Menschen. Meine Eltern haben mich hingesetzt. Und neben mir saß eine Frau mit blutunterlaufenden Augen und weinte.
Alle weinten. Für mich als Kind war das fürchterlich. Henry Bardsley, damals 14 Jahre alt, arbeitet am Morgen der Explosion als Lieferjunge. Im Haus nebenan wohnte ein Schulfreund von mir. Er hielt eine Leiter, damit sein Vater aus dem ersten Stock klettern konnte. Das Obergeschoss war komplett zerstört. Der Junge trug nur ein Hemd. Am Rücken war es so blutgetränkt, dass es schon heruntertropfte. Sein Vater war oben und versuchte, auf die Leiter zu steigen. Erst dann sah ich, dass er nur noch ein Bein hatte. Auch Millicent Swindles lebt als Kind in Richmond. Sie verliert bei der Explosion ein Auge. Wenn ihr Vater nicht so schnell reagiert hätte, hätten sie und ihr Bruder wohl auch ihr Leben verloren. Ihre Tochter Anne Ihas kennt die Geschichte. Meine Mutter war im oberen Stockwerk, als mein Großvater gerade von der Nachtschicht bei der Eisenbahn heimkam, um sich schlafen zu legen. Meiner Mutter ging es an diesem Tag nicht so gut und sie blieb daheim. Wohl wegen einem Migräneanfall. Ihr Bruder war auch zu Hause. Dann haben sie das Feuer im Hafen bemerkt und vom Fenster aus zugeschaut. Durch die Explosion kurz darauf hat meine Mutter dann ein Auge verloren. Mein Großvater kam auf die Idee, aus Wachstuch eine Rutsche zu bauen. Das hat man damals als Teppich benutzt. Damit hat er meine Mutter und meinen Onkel aus der oberen Etage gerettet. Er sagte den beiden, sie sollen auf ihn warten, während er nach dem Rest der Familie suche. Doch das Haus ging in Flammen auf und er konnte keine Stimmen hören. Er verlor seine Frau, drei Kinder und sein ungeborenes Baby. Auch der Werftarbeiter H.O. Townsend ist Zeuge furchtbarer Geschehnisse. Mein Freund erzählte mir von einem Toten, den er gefunden habe. Ich fragte ihn, ob er ihn erkannt habe. Hatte er aber nicht. Wir schauten noch einmal nach, doch der Schädel des Unbekannten war zertrümmert. Alles war voller Blut. Wir haben in seinen Taschen nach etwas gesucht, um ihn zu identifizieren. Aber wir haben nichts gefunden. Als sich die Menschen vom ersten Schock erholen, beginnt die Suche nach den Verschütteten. Viele von ihnen sind unter brennenden Trümmern gefangen. Ihre Schreie sind entsetzlich. Doch es gibt auch Geschichten von Überlebenden. Als die Mont Blanc explodiert, sind James und Gordon Pattison auf dem Weg zum Hafen, um das Feuer zu beobachten. Sie überleben, aber ein Großteil ihrer Familie nicht, wie die Autorin Janet Kitts dokumentiert hat. Ich habe mich mit den Pattison-Brüdern angefreundet, besonders mit James. Sie waren gerade unterwegs, um sich das brennende Schiff anzuschauen. Niemand sah darin eine Gefahr. Viele Mütter erlaubten ihren Kindern, runter ans Ufer zu gehen. Die Brüder waren von Schiffen begeistert. Ihr Vater sagte wohl einmal, dass sie großartige deutsche Spione abgeben würden, da sie alle Schiffe im Hafen kannten. James Gordon und ihr kleiner Bruder waren auf dem Weg zum Hafen, als das Schiff explodierte. Der Jüngste, Alan, wurde getötet. Während der Explosion waren ihre Mutter und ihre kleine Schwester zu Hause. Die Schwester starb. Die Mutter wurde verletzt, aber überlebte. Der Vater war Vorarbeiter in der Zuckerraffinerie, damals das höchste Gebäude in der Region. Als es einstürzte, kam auch er ums Leben. Die Mutter der Pattison-Brüder lag lange Zeit im Krankenhaus und konnte nie über die Ereignisse reden. Ich kann gut nachvollziehen, warum. Vielen Müttern muss es damals so ergangen sein.
Auch Ann Ihas Vater lebt als Kind im Stadtteil Richmond. Nach der Explosion irrt er verwirrt und blutend durch das zerstörte Viertel. Sein Name war Wilbert Earl Swindles, aber alle nannten ihn Bill. Er war damals nicht viel älter als meine Mutter. Er war spät dran für die Schule. Eine Gruppe Soldaten fand ihn kurz nach der Explosion mit einer fürchterlichen Schnittwunde im Gesicht. Die Soldaten schütteten einfach Mehl darauf. Er hatte sein Leben lang eine gewaltige Narbe. Einen Tag nach der Explosion trifft ein Schneesturm auf Halifax und behindert die Rettungsmaßnahmen. Ein weiteres Unglück für die verwüstete Stadt. Es herrscht Ausnahmezustand. Tausende Verwundete müssen behandelt werden. Die meisten davon schwer verletzt. Eine schier unmögliche Aufgabe für die Ärzte vor Ort. Sie können sich kaum Zeit für jedes Opfer nehmen, obwohl sie ohne Unterlass arbeiten. Als sich die Nachricht von der Katastrophe verbreitet, kommen ihnen Ärzte und Schwestern aus der Umgebung zur Hilfe. Später aus dem ganzen Land und sogar dem Nordosten der USA. Medizinhistoriker Thomas J. Murray hat den Ablauf der medizinischen Versorgung rekonstruiert. Die Ärzte haben sofort mit der Behandlung der Verletzten begonnen und zwei Tage lang ohne Unterbrechung gearbeitet. Auch Krankenschwestern, Medizinstudenten und Freiwillige haben sich keine Pause gegönnt. Krankenhäuser waren überfüllt. Verletzungen mussten eingeschätzt und behandelt werden. OP-Säle waren rund um die Uhr besetzt. Viele der Ärzte haben noch nicht einmal eine Pause gemacht, um zu essen. Mary Weaver wird von Schwestern ins Krankenhaus gebracht, die nach verletzten Überlebenden suchen. Eine junge Krankenschwester fuhr mit einem Wagen vor. Sie wollte wissen, ob irgendjemand Hilfe brauche. Meine Mutter hat mich mitgeschickt, weil mein Gesicht voller Glassplitter war. Als mein Vater nach Hause kam und erfahren hat, wo ich war, ist er sofort ins Krankenhaus geeilt. Gerade noch rechtzeitig. Mein Gesicht war so zerschnitten, dass sie mir die Augen entfernen wollten. Mein Vater fragte den Arzt, ob das nötig sei. Der Arzt verneinte. Mein Vater bestand darauf, meine Augen in Ruhe zu lassen. Selbst wenn ich blind wäre, hätte ich immerhin noch meine Augen. Mein Vater rettete meine Augen. Dafür bin ich ihm bis heute dankbar. Der Mediziner W.B. Moore, der aus dem nahegelegenen Kentville zur Hilfe eilt, beschreibt seine Eindrücke in einem Brief. In den Stationen stapelten sich Männer, Frauen und Kinder geradezu. Viele sahen entsetzlich aus. Ihre Gesichter waren blutig und entstellt, die Augen zerstört. Der Anblick war selbst für die erfahrensten Helfer nur schwer zu ertragen. Einige Soldaten meinten, dass sie selbst im Krieg noch nie etwas so Schreckliches gesehen hatten. Auch der Arzt Thomas J. Murray hat eine persönliche Verbindung zu der Katastrophe. Ich habe angefangen, mich für die Explosion zu interessieren, weil meine Schwiegermutter sie miterlebt hat. Ihr mussten Glassplitter aus der Kopfhaut und aus dem Gesicht entfernt werden. In den ersten Stunden nach der Explosion herrscht totales Chaos in den Krankenhäusern. Augenzeugen haben berichtet, wie es damals in den Krankenhäusern zuging. Die Menschen waren staubig und verdreckt, zerschnitten und geblendet von Glassplittern. Sie hatten Knochenbrüche. Andere saßen verzweifelt herum und wussten nicht, wo ihre Angehörigen waren. Es saßen also nicht nur überall im Krankenhaus Menschen und warteten auf ihre Behandlung, nein. Es kamen auch Angehörige, die auf der Suche nach ihren Verwandten waren. Es war alles sehr chaotisch.
Zivilisten und Soldaten arbeiten Seite an Seite. Die Stadtverwaltung organisiert in den ersten Stunden der Explosion eine Katastrophenhilfe. Neben den Verletzten haben tausende Menschen ihr Zuhause verloren, sind obdachlos. Die Stadtverwaltung kam innerhalb von Stunden zusammen und nominierte Verantwortliche für den Transport, die Medikamente und die Zuteilung der Ärzte. Die Stadtvertreter übernahmen die Initiative, gingen hinaus und halfen den Menschen. Es gab 1917 ja noch keinen organisierten Zivil- oder Katastrophenschutz. Sie haben einfach spontan gehandelt, ohne groß zu überlegen. Mit dem Fortschreiten der Bergungsarbeiten wächst die Zahl der Toten und der Schwerverletzten. Die Ärzte in Halifax sind Allgemeinmediziner, aber bei der Vielzahl unterschiedlicher Verletzungen müssen sie in Rekordzeit zu Spezialisten werden. Viele Menschen sind durch herumfliegendes Glas entstellt. So auch Mary Weaver. Ihr Gesicht ist so zerschnitten, dass sie kaum wiederzuerkennen ist. Meine Schwester hat mir und meinem Cousin Burl Rising geholfen, aus den Trümmern eines Hauses zu entkommen. Sie kam auf die Idee, auf die Tische zu steigen und aus dem Fenster zu klettern. Dann hat sie uns nach Hause gebracht. Meine Mutter hat mich im ersten Moment gar nicht erkannt. Meine Schwester musste ihr erst sagen, wer ich bin. In der Haut von Florence Campbells Mutter steckt so viel Glas, dass sie später immer wieder kleine Splitter findet. Obwohl sie übersät war mit feinsten Glassplittern, hat ihr Gesicht nie geblutet. Noch Jahre später sagte sie morgens beim Waschen oft: Oh, da ist was Scharfes. Das ging jahrelang so. Millicent Swindles hat nie vergessen, wie sie ihr Auge verloren hat. Es hat sich angefühlt, als ob ich Wackelpudding im Gesicht hätte, aber es war mein Auge. In dem Moment konnte ich das gar nicht verstehen. Über 1000 Menschen erleiden zum Teil schwere Augenverletzungen. Wenn man nach der Explosion nicht gestorben ist, dann gehörten die Verletzungen an den Augen sicherlich zu den schwerwiegendsten Folgen für die Menschen. Obwohl es tausende Betroffene gibt, erblinden nur wenige dauerhaft, darunter auch Kinder. Eines davon ist Eric Davidson. Er beobachtet das Feuer vom Haus seiner Eltern. My name is Marilyn Elliott. Ich heiße Marilyn Elliott. Mein Vater Eric Davidson ist durch die Halifax-Explosion erblindet. Am Morgen des Unglücks war er mit seiner älteren Schwester und seiner Mutter in der Küche. Er war damals etwa 2,5 Jahre alt. Wie viele andere in Richmond haben sie das brennende Schiff im Hafen beobachtet. Meine Tante und Großmutter haben sich im Moment der Explosion vom Fenster abgewandt. Mein Vater leider nicht. Das Fenster zerbarst und er hatte Glassplitter im Gesicht, im Hals, im ganzen Oberkörper. In dem Moment verlor er sein Augenlicht. Die Stadt sucht schnell nach den Verantwortlichen. Am 13. Dezember 1917, nur gut eine Woche nach der Explosion, wird eine Untersuchung eingeleitet. Die beiden ersten Urteile sehen die Schuld allein bei der Mont Blanc. Erst 1920 erklärt der englische Kronrat in London beide Schiffe für verantwortlich. In den Tagen und Wochen nach der Katastrophe beginnt die Identifizierung der Todesopfer. Viele Menschen sind bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. In einigen Fällen werden ganze Familien ausgelöscht. Henry Bardsley ist Zeuge der Tragödien, die sich in Halifax abspielen.
Eine Frau war so stark verletzt, dass überall Blut an ihr klebte. Sie hielt ein Baby in den Armen und ihr Blut tropfte auch auf das Kind. Ich ging ans Fenster und bat sie, mir das Kind zu reichen. Aber sie sagte, nein, wir sterben zusammen. Ich musste die beiden zurücklassen. Ich konnte nichts tun. Beerdigungen ziehen sich über Wochen hin. Tausende Menschen besuchen die Gottesdienste für die Toten. Die Opfer und alles, was sie bei sich tragen, werden sorgfältig erfasst. Gefunden werden viele persönliche Sachen: Brieftaschen, Schmuck, Schulbücher und Schlüssel. Die Gegenstände sollen bei der Identifizierung der Opfer helfen. Heute werden die Fundstücke im Keller des Province House in Halifax aufbewahrt, Kanadas ältestem Regierungsgebäude. Alles wird in diesem dunklen, staubigen Keller gelagert. Der erste Gegenstand, den ich dort unten gefunden habe, war das Schulheft eines Kindes aus Richmond. Damals lernten sie das Schreiben mit Hilfe von Wörterlisten. Die Liste auf der ersten Seite endete mit Du, Ewigkeit, weg, für immer. Da bekam ich eine Gänsehaut. Im Maritime Museum of the Atlantic in Halifax gibt es eine Dauerausstellung zur Explosion. Mit Fundstücken aus den zerstörten Häusern und Besitztümern der vielen Opfer. Viele dieser Gegenstände wurden in den Tagen nach der Explosion von den Rettungskräften gesammelt. Andere wurden über das gesamte 20. Jahrhundert zusammengetragen und der Sammlung hinzugefügt. Immer wieder spenden auch Nachfahren und Familienangehörige interessante Fundstücke. Bis heute. Besonders eindrucksvoll finde ich die Überreste der Mont Blanc. Sie zeigen, welche gewaltige Kraft die Explosion hatte. Die massiven Stahlteile wurden wie eine Brezel verbogen. Deutlicher lassen sich die Wucht der Explosion und ihre Folgen für die Stadt kaum veranschaulichen. Viele Gegenstände stammen von Familien mit großen Verlusten. Anne Ihas will mit ihren Spenden fürs Museum einen Einblick in den Alltag ihrer Familie am Morgen des Unglücks geben. Das Nachthemd meines Großvaters hängt in der Ausstellung. Es wurde wieder und wieder gewaschen, ist aber immer noch schmutzig. Und dann ist da noch das Puppengeschirr meiner Mutter. Die Pennies sind aus einem Kinderspaarschwein. Nur ein einzelner ist allein, die anderen sind verschmolzen. Obwohl die Explosion über 100 Jahre zurückliegt, ist die historische Aufarbeitung an vielen Stellen lückenhaft. Eine Siedlung der Ureinwohner, der Mi'kmaq in Turtle Grove, wurde vollkommen zerstört. Dort hatten seit Jahrhunderten indigene Gemeinschaften gelebt. Ihre Geschichte ist in Kanada bis heute kaum bekannt. Nördlich von Richmond gab es auch eine afroamerikanische Gemeinde namens Africville. Auch sie wurde von der Explosion schwer getroffen. Auch darüber gibt es kaum Berichte. Genauso wie über die große Unterstützung für Halifax aus der Provinz Nova Scotia und ganz Kanada. Nur die Hilfsbereitschaft der Menschen aus Boston ist gut dokumentiert und bekannt. Noch heute schenkt Halifax der Stadt Boston zum Dank jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. Hilfsgüter und Spenden aus Kanada und der ganzen Welt erreichen Halifax. Die Hilfskommission richtet ihr Hauptaugenmerk auf die Errichtung neuer Unterkünfte für tausende Obdachlose.
Die Überlebenden zögern wieder in Holzhäuser zu ziehen, nachdem ihre alten komplett verbrannt sind. Die Angst führt zu einem innovativen Wohnbauprojekt. Feuerfeste Betonblöcke, sogenannte Hydrostones, werden verbaut. Und so heißt der Stadtteil im Norden von Halifax bis heute. Hydrostone. Das Wohnbauprojekt gilt als Musterbeispiel früher Stadtentwicklung. Die neuen Häuser müssen komplett ausgestattet werden. Hilfe kommt aus dem US-amerikanischen Bundesstaat Massachusetts. Auch Eric Davidsons Geschichte ist Teil der Ausstellung. Mein Vater war zu jung, um sich an die Explosion zu erinnern. Vielleicht ist das besser so. Aber er erinnert sich daran, wie er in den Jahren nach der Explosion mit seinem Vater die Ruinen in Richmond aufgesucht hat. Besonders das ehemalige Schulgebäude. In einem Kurzfilm berichtet Eric Davidson von damals. Eine meiner frühesten Erinnerungen stammt aus der Zeit kurz nach meiner Entlassung aus dem Krankenhaus. Ich muss etwa 3 Jahre alt gewesen sein. Im Frühjahr nach der Explosion hat mich mein Vater mit in den Norden von Halifax mitgenommen. Dort lagen überall noch Trümmer, Schutt und die Balken der zerstörten Häuser. Eric Davidson wird zu einem der bekanntesten Überlebenden der Halifax-Explosion. Mit Sehbehinderung arbeitet er als Mechaniker für die Stadt. Wenn ich an den Motoren gearbeitet habe, musste ich mich auf mein Gefühl verlassen. Ich muss nicht sehen können, um den Druck zu prüfen. Es gibt Messgeräte, bei denen ich die Anzeige mit den Fingern ablesen kann. Bei anderen Instrumenten geht das nicht so gut. Licht zum Beispiel kann ich natürlich nicht ertasten. In Halifax leben damals viele Soldaten, die im Ersten Weltkrieg ihr Augenlicht verloren haben. Schon vorher wurde dort für sie eine Schule für Blinde und Sehbehinderte gebaut. Als nach der Explosion weitere Menschen betroffen sind, wird in Halifax das Canadian National Institute for the Blind gegründet. Der Bedarf nach einer staatlichen Einrichtung zur Förderung und Ausbildung von blinden und sehbehinderten Menschen war schon durch den Ersten Weltkrieg groß. Die Explosion gab endgültig den Anstoß, eine kanadische Hilfsinstitution zu gründen. Zu viele Menschen waren verletzt und brauchten Hilfe. Die gewaltige Explosion trifft Halifax völlig unvorbereitet. Das Unglück führt dazu, dass viele Städte erstmals Katastrophenschutzpläne entwickeln. Heutzutage sind Notfallpläne üblich. 1917 ist das Konzept noch völlig unbekannt. Eine der wichtigsten Lektionen aus dem Unglück ist, dass Städte ein Notfallmanagement brauchen. Sie müssen vorbereitet sein, wenn etwas Schlimmes passiert. Auf welchen Routen evakuiere ich die Menschen? Wie organisiere ich den Transport in Krankenhäuser und die Versorgung von Verletzten? Für diese Aspekte braucht man ein Konzept. Heutzutage verfügt jede Stadt ganz selbstverständlich über aktuelle Pläne für den Katastrophenfall. Das hat man aus dem Halifax-Unglück gelernt. Der Hafen wird zügig wieder aufgebaut und die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Das Unglück ist eine Warnung an alle Häfen der Welt, nie wieder so unbedarft mit Gefahrengut umzugehen. Obwohl die Halifax-Explosion eine der größten Katastrophen in der kanadischen Geschichte ist, wissen viele Menschen nur sehr wenig darüber. Die Ausstellung im Maritime Museum of the Atlantic in Halifax soll das ändern. Oh,
Viele Besucher erzählen uns, dass sie noch nie von der Explosion gehört haben. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, denn in der Erinnerung unserer Provinz spielt sie eine wichtige Rolle. Jane Kitts glaubt, das habe auch mit der sozialen Herkunft der Opfer zu tun. Nahezu alle stammen aus einem Arbeiterviertel. Wenn die Schiffe zum Beispiel in der Nähe des Fähranlegers kollidiert wären, hätte es das Stadtzentrum getroffen. Mitsamt dem Rathaus und den ganzen Büros dort. Dann wären unter den Opfern vielleicht bekanntere Persönlichkeiten gewesen. Das hätte wahrscheinlich einen Unterschied gemacht. Heutzutage treffen bei großen Katastrophen Beileidsbekundungen aus der ganzen Welt ein. Therapeuten sollen Opfern und Augenzeugen bei der Traumabewältigung helfen. Nach der Halifax-Explosion gibt es so etwas nicht. Die Menschen mussten das Unglück hinnehmen. Heute würde man sie psychologisch betreuen und auf vielfältige Weise unterstützen. Damals wurde von den Menschen erwartet, einfach weiterzumachen. Außerdem passierte das Unglück in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Da war die Explosion nur eine von vielen schlechten Nachrichten. Für Millicent Swindles Nachfahren ist die Tragödie ein ständiger Begleiter. Als Kind wurde die Explosion beiläufig erwähnt, aber uns wurde nie viel darüber erzählt. Natürlich habe ich manchmal Dinge aufgeschnappt, wenn Überlebende untereinander gesprochen haben. Das ganze Ausmaß der Tragödie wurde mir erst bewusst, als meine Großmutter anfing, in Schulen von den Ereignissen zu berichten. Es war also immer irgendwie präsent. Als Mutter von zwei Kindern kann ich mir nur schwer vorstellen, was meine Familie nach der Explosion durchgemacht haben muss. Meine Großmutter hat ihre Mutter verloren und mein Urgroßvater seine Frau. Sie alle haben Geschwister und Kinder verloren. Es muss unvorstellbar für sie gewesen sein, wirklich furchtbar. Aus heutiger Sicht haben sie sicher unter einer posttraumatischen Belastungsstörung gelitten. Sie haben die Ereignisse so gut wie möglich verdrängt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, mit solch einem Verlust fertig zu werden. Viele der Hinterbliebenen wünschen sich heute ein stärkeres öffentliches Bewusstsein. Ich bin enttäuscht, dass die Explosion und ihre tragischen Folgen in Vergessenheit geraten sind. Aber damals sind die Menschen so mit solchen Unglücken umgegangen. Es wurde einfach nicht darüber gesprochen. Niemand hat einen ermutigt, sich alles von der Seele zu reden, damit es einem besser geht. Meine Großmutter war traumatisiert, das wissen wir heute. Leider konnte sie sich damals an niemanden wenden. Heute erinnert im ehemaligen Stadtteil Richmond nur wenig an die Explosion. Die Stadt wurde wieder aufgebaut, während die Überlebenden bis an ihr Lebensende von der Schiffskatastrophe gezeichnet sind. Wenn nachts im Hafen die Nebelhörner zu hören sind, fange ich an zu zittern. Sie sagen, dass alles kontrolliert wird und sicher ist. Aber man kann nicht alles glauben, was einem über die Schiffe erzählt wird. Noch heute läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken, wenn ich ein Nebelhorn höre. Auch Mary Weaver muss ihr Leben lang mit dem Trauma leben. Jedes Mal, wenn ich mir das Gesicht wasche, sind die Erinnerungen wieder da. Das Needham Hill Monument ist den Opfern der Explosion gewidmet. Auf der Anhöhe über dem damals zerstörten Viertel findet immer am 6. Dezember ein Gedenkgottesdienst statt.
Eine Zeremonie mit Glockengeläut, Ehrengarde und Kranzniederlegung. Am Ort der Tragödie, die so viele Todesopfer gefordert hatte, befindet sich heute eine Werft. Die Katastrophe von Halifax hat sich in das nationale Bewusstsein Kanadas eingebrannt. Es war die bis dahin größte von Menschen verursachte Explosion. Und bis heute eines der tödlichsten Unglücke in der Geschichte des nordamerikanischen Kontinents.